Rolling Loud, eines der bekanntesten, größten und erfolgreichsten Musikfestivals unserer Zeit. Dieses Jahr in Wien. Naja, oder eher in der Nähe von Wien, weil mit Wien hat das hier nichts zu tun. Doch dazu kommen wir gleich. Über 3 Tage treten Stars wie Gunna, Playboi Carti und sogar Travis Scott auf. Doch die Kritik ist laut. Staubiger Boden, Chaos in der Organisation und schlechte Anreisemöglichkeiten. All das wird über das Rolling Loud berichtet. Aber ich war vor Ort und zeige euch, wie es wirklich war. Viel Spaß mit diesem Video. Festival Outfit, kann man so. Eigentlich irgendwas an. Einfach nur Schuhe, die schmutzig werden können. Sehr dünne Hose, weil es soll sehr warm sein. Reden wir mal über die Organisation vom Rolling Loud. Es ist Rolling Loud Wien, aber wir fahren nach Ebrechtsdorf. Mein Name ist Essen Mäcki. Jetzt fahren wir dorthin, eine halbe Stunde noch. Es ist genau 14 Uhr jetzt. Ich habe gehört, es ist wirklich sehr schlecht organisiert und alles. Mal schauen, mal schauen. Wir sind jetzt angekommen, haben hier geparkt zu diesem Parkplatz an. Wir werden noch so weit gehen müssen jetzt. Schaut den Boden an. Ich fühle mich hier wie in der Wüste wirklich. Schau, wie weit wir noch gehen müssen. Ich kann sagen, was man will, aber Location ist so scheiße gewählt. Das ist nicht Wien. Für jeden aus Deutschland jetzt und so, der glaubt Rolling Loud Wien, das ist nicht Wien. Schau, wo wir sind. Also erster Punkt, Organisation, Orga-Team. Bis jetzt scheiße. Ich habe schon gehört, Leute steigen auf der Autobahn aus, klettern hier rauf und gehen von hier zu Fuß. Aber das ist wirklich falscher Ehrgeiz. High Spice! High Spice, yeah! Wir wissen nicht mal, wo wir hin müssen. Wir gehen einfach den Menschen nach. Die Idee, ich gehe durch den ganzen Wald. Köpfler! Mach Arschbombe! Vertrau! Der Weg war katastrophal und nach 30 Minuten Fußweg waren wir erstmal am Gelände. Doch das Gelände ist riesig. Wir sind jetzt endlich am Fest. Wir sind jetzt endlich am. Wie heißt das? Wir sind einfach da, Mann. Ich pack mein Leben nicht, wie lange wir gegangen sind. Komm, mach's jetzt was. Aber vom Gelände inklusive Bandabholung und Einlass haben wir nochmal 30 Minuten gebraucht. Und dann ist noch was Lustiges passiert. Ich schwör auf alles. Er hat nichts absichtlich gemacht, aber ich schwör, hat mir auf meinen Schwanz geritten. Ich schwör, er macht mir so. Ich schwör, er schlägt mir so Schwanz weg. Hey Jungs, ich mach heute keine Fotos, gell? Nur, dass ihr wisst. Also, falls ihr mich dann seht, dass ihr nicht fragt und so. Ja, okay. Danke. Danke, dass ihr das versteht. Open up my shit, Paul! NLE haben wir verpasst, aber zu UFO 361 waren wir pünktlich in der Crowd und haben uns so weit vorgedrängelt, wie es ging. Das, was nervig ist, ist, dass man so lange warten muss zwischen den Acts. Nick und ich haben uns jetzt hingesetzt. Mit ein paar anderen Leuten hier auch noch überall. Weil es einfach chillig ist. Wir warten sicher noch eine halbe Stunde auf Don Toliver jetzt. Wir werden so eine Stunde spielen und dann wird Travis. Auf Travis werden wir auch noch mal eine Stunde warten. Aber ich sag dir ehrlich, dieses Hinsetzen war Game Changer gerade. Beine sind schwer. Mal schauen. Yeah!
alle verloren. Die ganze Leine einfach hier. Irgendwo. Ich bin jetzt ganz rausgegangen. Ich habe den Mosch mit einem Ellbogen bekommen. Oh, das ist gar nicht mehr. What the fuck, man. Scheiß drauf, ich geh nochmal rein. Ich geh nochmal in die Moschus alleine. Scheiß drauf. Krank. Don Toliver hat performt. Es hat richtig Spaß gemacht und Travis Scott sollte in einer Stunde kommen. Doch als es zu schütten begonnen hat, kalt wurde und Travis sich um 3 Stunden verspätet hat, hat sich mein Mut verändert und ich wollte eigentlich nur noch nach Hause. Das hat sich jetzt alles verändert. Es schüttet. Travis kommt erst in einer halben Stunde, wenn er pünktlich kommt. Es ist so kalt. Ich glaube, keiner hat mehr Bock. Wie geht's euch? Bruder, ich hab so keinen Bock mehr. Das ist das schlechteste Rolling Loud, glaube ich, aller Zeiten. Warum schafft Wien es immer reinzuscheißen? Jedes Mal diese Scheißstadt. Bro, das muss ja auf Wand hängen eigentlich, einrahmen. Siehst du das? New Transfer, Alex Rolling Loud confirmed. Daniel. Doch als Travis endlich da war, haben wir die Show einfach nur genossen. Zwei Stunden später ist der Bass im Laden. Es ist jetzt aus, wir gehen jetzt zum Parkplatz. Ich sag euch ehrlich, kleines Schlussstatement. Meiner Meinung nach hat sich null gelohnt. Null. Travis war geil, ja. Aber ich habe nicht mal viel vom Konzert gefilmt, weil er hat uns 2 Stunden warten lassen. Es hat geschüttet, es war windig, mir war noch nie so kalt. Es lohnt sich nicht. Ich sage euch ehrlich, nehmt euer Geld und gebt es woanders aus. Danke fürs Zuschauen. Danke für alle, die mich erkannt heute und Fotos mit mir gemacht haben und so weiter. Hab mich wirklich gefreut, schätze ich wirklich sehr. Wir sehen uns. Ich stehe auf Männer, Bro. Spaß.